Hey Leute, willkommen zum zweiten Teil von 60 Seconds. Ich habe den ersten Teil vor 2 Tagen online gebracht, rechts oben beim i verlinkt. Da haben wir schon 20 Tage überlebt und mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Viel Spaß. Tag 21. Der Kater ist immer noch hier und fühlt sich anscheinend wohl. Und ja, die anderen auch. Als wir versuchten, den kleinen Teufel zu streicheln, fiel uns ein Zettel auf, der an seinem Halsband befestigt war und auf dem eine Adresse geschrieben stand. Könnte es sein, dass sein Besitzer noch lebt und krank vor Sorge ist? Die Chance ist nicht sehr hoch, aber vielleicht können wir ihn ja besuchen oder uns zumindest vergewissern, dass er tot ist. Nee, lass mal lieber. Tag 22. So, beide kriegen wir da die volle Ration. Bitteschön und viel Spaß. Wir leben eingesperrt in einem winzigen Bunker und haben kaum Vorräte. Wenn wir überleben wollen, müssen wir handeln. Wir wissen, dass sich eine Gruppe Senioren in den Ruinen des Altenheims versteckt. Sie müssen ein paar Vorräte haben, aber wir brauchen sie doch viel dringender. Das Wohl unserer Familie steht an oberster Stelle, nicht wahr? Aber sicher doch, überfallt einfach Senioren. Tag 23. Unser Sohn ist zurück. Nice one. So, wir haben 4 Wasser bekommen von den Senioren. Timmy hat 2 Suppen und 2 Wasser, ein Medipack und eine Axt gebracht, bloß die Karte ist zerstört. Ich sag doch, der Typ ist ein Genie. Ich sag's doch. So, du kriegst was zu essen und zu trinken und die anderen müssen nochmal kurz warten. Er hat einfach eine Axt gebracht, ein Medipack, was zu trinken, was zu essen und alles mögliche. Eine Expedition starten wir. Starten wir nicht dieses Mal, ne. Radio hören dürft ihr dieses Mal auch nicht. Weiter geht's. Tag 24 in unserem geilen Bunker. Den anderen beiden geht's noch gut. Timmy braucht noch ein bisschen was zu essen vor allem. Also gebe ich ihm jetzt mal nur Essen. Jetzt können wir eine Expedition planen, denn Dolores könnte auch wieder auf die Expedition gehen. Das wäre eigentlich ganz geil. Tag 25. Timmy sollte was essen. Jeder muss was essen und jeder muss was trinken. Also kriegt auch jeder was. Bitteschön. Wer soll gehen? Die Mutter. Und die kriegt... Was kriegt sie denn mit? Komm, ich gebe ihr einfach die Axt. Bitteschön. Tag 26. Die Mutter ist mit der Axt weg. Und wir sind wieder alleine mit dem Teufel oder dem netten Kater, der jetzt eigentlich uns gehört. Und ja, uns geht's eigentlich ganz okay. Deswegen weiter. Tag 27. Und es klopft. Und der Kater ist weg. Lel. Ja, nice. Da ist irgendwie ein Schrottplatz, wo er uns hingeführt hat. Und jetzt ist er weg. Uns geht's beiden gut. Weiter geht's. Aufmachen. Im Namen der Freiheit rief es von über der Falltür. Wir wussten nicht, wer dafür sich in Anspruch nahm, die Freiheit zu repräsentieren. Aber wir konnten hören, dass es eine Gruppe von wahrscheinlich bewaffneten Leuten war. Jeder, der sich so vorstellt, plant wahrscheinlich, andere im Namen der Freiheit umzubringen. Wollen wir aufmachen? Jo, machen wir auf. Entweder sterben wir jetzt, oder wir haben es geschafft. Tag 28. Okay, es ist absolut nichts passiert, so wie ich das sehe. Also, da waren irgendwelche Jugendlichen, die haben uns gefragt, ob wir zu den Roten gehören. Wir waren keine Fans der Roten und dann haben sie uns 2 Flaschen Wasser gegeben. Sehr interessant, aber... Ja, okay, dann kriegt ihr beide wieder was zu essen und zu trinken. Viel Spaß, ihr dürft natürlich auch ein bisschen Karten spielen, kein Problem. Tag 29. Die Mutter ist wieder zurück und der Kater, lol. Ja, kann man auch mal machen. Der Kater hat irgendwie zurück in den Bunker gefunden. Die Mutter bringt uns 2 Wasser und hat die Axt kaputt gemacht. Und wir geben ihr jetzt einfach mal ein bisschen was zu essen und zu trinken. Und wir haben auch noch relativ viel zu essen und zu trinken jetzt mittlerweile. Und ja, ich mache keine Expedition, weil, ne? Der Kater knurrt uns Vorräte an. Also dem Kater werden wir auch mal was geben, weil Essen haben wir ja sowieso relativ viel, bitteschön. Tag 30. Die Katze hat eine Dose komplett gegessen und die anderen fühlen sich eigentlich gar nicht schlecht. Bis auf Dolores, die jetzt auch noch ein bisschen was zu essen bekommt. Tag 31. Essen bleibt jetzt mal aus und ja. Seine Neugier hätte den Kater fast das Leben gekostet. Schakalbe hat mit einem Kabel gespielt, das von der Decke hing. Als er daran zog, fiel Putz auf unseren Tisch und das Fellknäuel miaute wild. Was ist das eigentlich für ein Kabel?
Es kann sich keiner daran erinnern, es vorher mal bemerkt zu haben. Der Kater könnte wütend werden, wenn wir ihm das Kabel wegnehmen. Also sollten wir es ihm vielleicht einfach lassen. Oder sollen wir es uns genau unter die Lupe nehmen? Nee, lass es ihm und dann passt die Sache. Tag 32. Alter, ich hasse diese Geräusche. Und wir gehen einfach weiter, planen auch keine Expedition und ihr dürft Radio hören. Tag 33. Das Radio ist kaputt. Danke, Obama. In Zigarrenkiste, die unser Kater fand, war ein bisschen Munition. Ist gar nicht schlecht für unsere Waffe. Perfekt. Und ihr kriegt alle ein bisschen was zu essen und zu trinken. Tag 34. Also jetzt wissen wir, glaube ich, ganz sicher, dass der Vater hier tot ist, den wir am Anfang gespielt haben. Aber wir können noch immer überleben. Ich hoffe, dass wir es irgendwann schaffen. Radio ist jetzt leider kaputt, was nicht geil ist. Expedition würde ich immer noch nicht starten, weil... Ach komm, wir machen es einfach. Es ist zwar Mary Jane, aber wir machen es trotzdem einfach. Tag 35. So, jetzt darf sie mal auf Expedition gehen. Sie nimmt natürlich nichts mit. Viel Spaß. Tag 36. Und beide sollten was zu essen und zu trinken bekommen. Wäre ganz nice. Tag 37. Was ist das für ein Krach? Oh nein, das ist etwas oder jemand unter uns. Es ist nur logisch nachzusehen. Wie wäre es, wenn wir einen Blick in die Luke in der Ecke werfen? Mach doch mal, mit der Taschenlampe kannst du es machen. Ui, Tag 38. Was war das denn jetzt? Aber die Taschenlampe ist auf jeden Fall noch da und wir leben alle noch. Also das war, der Durchgang war versperrt und dann waren auch keine Geräusche mehr zu hören nach einer Zeit. Also alles noch beim Alten. Wir dürfen ein bisschen Karten spielen. Tag 39. Unsere Tochter ist zurück. Und die hat gar nichts gebracht. Doch eine Suppe. Alter. Und das Radio. Oh lol, sie hat ein Radio gebracht. Okay, ich will nicht meckern. Alle kriegen ein bisschen was. Und alle sind durstig und hungrig. Aber wir haben wieder ein Radio. Das ist mega, mega geil. Und wir können eine neue Expedition planen. Mit Dolores wahrscheinlich. Tag 40. Du darfst gehen mit gar nichts. Tag 41. Also immerhin leben wir noch. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt lang ist oder nicht. Weiß ich nicht mehr. Aber 41 Tage ist ja gar nicht mal so kacke. Du kriegst mir was zu essen und uns bietet jemand einen Tausch an. Aber ich will weder die Karte für einen Koffer, wobei doch, Karte für Koffer kann man machen. Weil im Koffer ist ja nichts mehr drin. Tag 42. Wir haben eine neue Karte. Das ist schon mal ganz nice. Koffer haben wir leider nicht mehr. Aber das ist kein Problem. Jetzt brauchen beide wieder ein bisschen was zu trinken und zu essen. Ein Doktor kam und wollte irgendwelche Vorräte von uns abzuholen. Lass mal. Tag 43. Wir haben irgendwie einen Safe gefunden, ob wir den aufbrechen sollen oder nicht. Aber mach mal. Vielleicht ist ja was Cooles drin. Tag 44. Und es klopft schon wieder. Freiheit. Bitte Freiheit. Und wir haben eine Suppe bekommen. Nice. In dem Safe war eine Suppe. Passt, kann man machen. Dann kriegt jeder erstmal eine Suppe, bitteschön. Tag 45. Leute, können wir mal bitte hier aus dem Loch rauskommen? Ach Mann, Tag 46. Und die Mutter ist wieder da. Hi. Und sie hat gar nichts mitgebracht. Nice. Aber sie war draußen und ist wieder zurückgekommen. Kann man mal machen. Expedition brauchen wir jetzt keine neue planen. Und dem verrückten Wissenschaftler geben wir auch kein Wasser. Tag 47. Alter, ich will hier raus, als ob das immer noch nicht vorbei ist. Bitte. Unsere Munition ist weg, WTF. Such sie mit der Taschenlampe, bitte. Tag 48. Die Munition ist wieder da, die Taschenlampe auch. Bei Timmy ist alles beim Alten. Und ist tipptopp. Die Kinder wollen spielen im Bunker. Ja, mach doch. Probier mal, ob's geht. Tag 49. Die haben einfach im Bunker gespielt und eine Wasserflasche gefunden. Hä? WTF? Okay, alle kriegen wieder was. Wir haben zum Glück echt noch ein bisschen was hier. Zwar nicht allzu viel, aber ein bisschen was haben wir hier noch. Und, ja, mal gucken. Tag 50. Es klappt schon wieder. Die kriegt wieder was zu essen, weil sie jammert und Hunger hat. Und ja, sollen wir nochmal Expedition? Eigentlich will ich es nicht. Und der Doktor will noch mehr Vorräte. Seine Geduld geht langsam zu Ende. Aber ich gebe ihm trotzdem nichts.
Tag 51. Tag 52. Da will jemand einbrechen, am besten im Schloss einfach zusperren. Tag 53. Wir konnten es verteidigen, okay. Was ist, wenn sie zurückkommen? Kommen sie bestimmt nicht. Das Schloss ist dabei kaputt gegangen. Aber es macht nichts. Jetzt kriegt jeder wieder was von den Vorräten. Zack, und weiter geht's. Tag 54. Und schon wieder klopft's. Alter Junge, dieser Wissenschaftler oder Doktor soll mich in Ruhe lassen. Das sind Leute, die den Reichen nehmen und den Armen geben wollen. Vergiss es. Tschüssikowski. Tag 55. Und jetzt machen wir eine Expedition. Und die komische Verbrecherbande ist wieder da. Jetzt mit Gewalt. Tag 56. Die Kanone ist kaputt, das ist natürlich nicht geil. Aber Munition und Kanone weg. Wir konnten uns verteidigen. Ja, und jetzt müssen wir langsam bangen, dass wir jetzt irgendwie befreit werden, weil die Vorräte werden doch jetzt immer weniger. Und naja, auf jeden Fall geht jetzt sie nochmal raus. Vielleicht kann sie dieses Mal was Gescheites mitbringen. Ich gebe die Karte mit. Tag 57. Tag 58. Und die Einbrecher kommen wieder und wir haben keine Waffe und kein Schloss. Tag 59. Mary Jane ist weg. Ja gut, sie haben jetzt keine Vorräte und so genommen. Die haben einfach Mary Jane genommen. Lel. Tag 60. Junge, 60 Tage habe ich schon überlebt. 2 Monate ungefähr. Und ich komme hier nicht weg. Tag 61. Eindringlinge haben uns 2 Suppen geklaut, aber wir haben nichts, um uns zu wehren. Das ist das Problem. Plünderer sind an unserer Tür. Junge, was ist denn das jetzt gerade? Richtige Belagerung. Ende. Ja. Ende. Toll. Ein solches Ende haben wir uns nicht vorgestellt. Räuber halten uns in unserem eigenen Bunker gefangen. Lebe wohl, grausame Welt. 62 Tage überlebt. Und habe es nicht geschafft, für immer zu überleben. Du bist gestorben. Ja gut. War auf jeden Fall keine kleine Folge, wie ich das am Anfang angekündigt habe. Aber mal gucken, wie ich die jetzt so schneide. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ansonsten würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und ja, lasst eine Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Ciao, ciao.